Ich darf jetzt das Wort erteilen dem Kollegen Schauske für die Fraktion DIE LINKE. Habe ich Schauske gesagt? Nein, nein, ich meine natürlich Herrn Schalauske, der am 31.12.2020 40 Jahre alt geworden ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, auch für die freundlichen Glückwünsche zum Geburtstag. Kommen wir aber zu einem nicht ganz so erfreulichen Thema. Wir diskutieren jetzt heute hier über die Mieterhöhung bei der Nassauischen Heimstätte. Und da will ich dann doch noch einmal darauf eingehen, was ein paar Vorrednerinnen hier gesagt haben. Frau Heitland hat gesagt, dass das Ansinnen von SPD und LINKEN, hier auf die Nassauische Heimstätte einzuwirken, auf Mieterhöhungen zu verzichten, das sei alter Wein in neuen Schläuchen. Ich würde Ihnen einmal vorschlagen, fragen Sie einmal die Mieterinnen und Mieter von 6.000 Mieterinnen und Mieter in Hessen in über 50 Städte, die demnächst ihre Mieterhöhung bekommen. Ich glaube, für die geht es nicht um alten Wein, sondern für die geht es in schwierigen Zeiten häufig auch um ihre Existenz. Und deswegen finde ich diese Bemerkung ziemlich unpassend. Wenn Frau Förster-Heldmann jetzt sagt, dass Vorschläge für Mietbegrenzung bei einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft schon so etwas sind wie staatliche Gängelung, ja, dann möchte ich Sie fragen, ob Sie eigentlich die Aufgabe von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften verstanden haben. Die sollen nämlich ganz bewusst niedrige Mieten bereitstellen, um breiten Schichten in der Bevölkerung bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Und dass Sie in letzter Zeit hier in wohnungspolitischen Debatten häufig dem Kollegen Lenders von der FDP recht geben, das wundert mich jedenfalls nicht bei Ihrer politischen Orientierung in der Wohnungsfrage. Und da hilft es doch auch nicht weiter, wenn wir sagen, wir sind uns doch prinzipiell alle einig. Klar, die Corona-Krise die verschärft die bestehende Mieten- und Wohnungskrise in Hessen. Für viele Menschen war schon vor der Corona-Krise die Mietbelastung kaum mehr zu stemmen. Und jetzt wissen wir alle, es kommen Kurzarbeit, es kommen Einkommensverluste, ja, im schlimmsten Fall sogar Arbeitslosigkeit dazu. Und es wird doch niemand widersprechen, dass es für die Menschen in diesem Land zunehmend schwieriger wird, ihre Miete zu bezahlen. Und dann ist es glücklicherweise so, dass bisher die Zahl der Mietausfälle Corona-bedingt noch relativ gering ist. Das hat ja auch einen Grund, und den haben wir hier auch schon diskutiert, weil die Menschen nämlich sich als allerletztes aufsparen, noch die Miete zu bezahlen. Das heißt, nur weil statistisch die Mietausfälle jetzt noch nicht in der Höhe da sind, heißt es nicht, dass sie nicht noch kommen werden. Und es heißt auch nicht, dass die Menschen finanziell besonders gut dastehen, sondern sie halten alles zusammen, um ihre Miete noch zu bezahlen. Und das kann man auch wissen, wenn man z.B. mit den Mietervereinen spricht. Die sagen nämlich, sie haben einen enormen Beratungsbedarf. Selbst wenn die Mietschulden bisher noch kein Massenphänomen sind, die Ängste und Sorgen der Mieterinnen und Mieter, die sind es schon längst. Und deswegen müssen wir auch gerade jetzt deutlich machen, Wohnen ist ein Menschenrecht, das muss für alle gelten, unabhängig von Herkunft und Einkommen. Und deswegen braucht auch Schutz vor Corona dringend ein Zuhause. Und da gibt es eben eine klare Differenz zwischen Gewerkschaften, Mietervereinen, zwischen SPD und LINKEN und den GRÜNEN hier im Hessischen Landtag. Wir sind der Auffassung, der Staat muss in einer solchen Situation alles tun, um Mieterinnen und Mieter vor Mieterhöhungen und vor Verdrängung zu schützen. Wir hatten einen Antrag hier ja vorgelegt, ein hessisches Soforthilfeprogramm bereits im Frühsommer. Wir wollten einen Mietenstopp, einen sofortigen Mietenstopp in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, den Mietendeckel, aber wir wollten eben auch Einfluss nehmen, da wo die öffentliche Hand die meisten Möglichkeiten hat, nämlich bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Und es gab auch einmal in diesem Land Zeiten, da hat man gesagt, dass gerade öffentliche Wohnungsbaugesellschaften eine besondere soziale Verantwortung und Vorbildfunktion haben. Und wir sind der Auffassung, die müssen Sie gerade in so einer Ausnahmesituation wie der Corona-Krise auch gerecht werden. Und dann ist es ja richtig, mit dem Positiven zu beginnen. Ja, im Frühjahr hat die Nassauische Heimstätte Wohnstadt als Reaktion auf die Pandemie rasch Sofortmaßnahmen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter getroffen. Wir haben das damals im Übrigen auch begrüßt, und wir tun es heute erneut. Damit war kann es auch so sein und war bestimmt auch so, dass die NRW damit Vorbild war für andere öffentliche private Wohnungsbaugesellschaften wie etwa GWH und ABG.
Aber wir müssen jetzt erleben, dass diese gute Praxis von vielen Wohnungsbaugesellschaften im Höhepunkt der Krise völlig ohne Not über Bord geworfen wird, und das leider auch von der NHW. Man muss aber auch noch einmal eingestehen, dass die Geschäftspolitik des Unternehmens auch im letzten Jahr nicht ganz so sozial und vorbildlich war, wie es hier immer wieder transportiert wurde. So hat eine Antwort auf eine Kleine Anfrage unserer Fraktion ergeben, dass die Gesellschaft zwischen dem 1. April und dem 30. Juni insgesamt 2.303 Mieterhöhungen ausgesprochen und umgesetzt hat und im gleichen Zeitraum 12 Zwangsräumungen durchgeführt. Und das alles mitten im ersten Lockdown. Jetzt können Sie sagen, 12 Zwangsräumungen, das klingt wenig. Aber jede einzelne Zwangsräumung ist für die Betroffenen dramatisch. Und deswegen, meine Damen und Herren von CDU und Grünen, das ist unsozial und einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft unwürdig. Und deshalb haben wir heute hier auch einen Antrag eingebracht, der die Nassauische Heimstätte auffordert, auf alle Mieterhöhungen seit Beginn der Pandemie zu verzichten. Und bei der GWH, über die wir hier auch schon auf Anträgen von SPD und LINKEN diskutiert haben, sieht es auch nicht besser aus. Hier wurden zwischen April und Juni 2020 nicht weniger als 3.473 Mieterhöhungen durchgeführt. In der Antwort des Ministers auf unsere Kleine Anfrage heißt es dazu lapidar, dem gewöhnlichen Durchschnitt in diesem Zeitraum entsprechend. Mitten in einer noch nie dagewesenen Krisensituation erhöht die GWH fast ein Zehntel ihrer Wohnungen die Mieten und tut so, als wäre nichts gewesen. Wir finden, auch das ist unsozial, und auch das ist einer solchen Wohnungsbaugesellschaft unwürdig, meine Damen und Herren. Und die Adolf-Miersch-Siedlung ist ja in Frankfurt, ist ja heute hier schon genannt worden, in Frankfurt-Niederrath. Da stehen Mieterhöhungen von 100 bis 200 € pro Monat im Raum. Und die meist älteren Mieterinnen und Mieter, die sich schlecht informiert fühlen. Ein solches Vorgehen wäre schon ohne Corona, eine solche Mieterhöhung, eine Zumutung. Aber gerade jetzt ist es einfach unmöglich, und damit muss Schluss sein. Aber wäre das alles nicht schon genug, Herr Finanzminister Boddenberg? Die NHW hat Ende letzten Jahres, kurz nach Beginn des zweiten Lockdowns und im Übrigen direkt vor Weihnachten, angekündigt, ihre im zweiten Halbjahr aufgeschobenen Mieterhöhungen dann im nächsten Jahr umzusetzen. Und das, obwohl sich für die Mieterinnen und Mieter ja überhaupt nichts zum Besseren entwickelt hat. Im Gegenteil, der zweite Lockdown hat doch die Situation für viele Menschen eher noch verschärft, hat die wirtschaftlichen Perspektiven weiter unsicher gemacht. Und in einer solchen Ausnahmesituation erhöht die landeseigene Wohnungsgesellschaft in knapp 6.000 Wohnungen in 50 Städten in Hessen die Mieten. Das, meine Damen und Herren, das muss hier diskutiert werden, weil das ist skandalös und ein neuerlicher Tiefpunkt der schwarz-grünen Wohnungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung in diesem Land. Und ich will das auch noch einmal sagen, weil Frau Heitland und Frau Förster-Heldmann es gesagt haben, es hilft doch auch nichts, auf die durchschnittliche Miete zu verweisen, weil davon können sich die Mieterinnen und Mieter, die betroffen sind von Mieterhöhungen von 50 oder 100 € im Monat, die haben doch nichts von dem Verweis auf eine durchschnittliche Miete. Für diese Menschen ist das enorm viel Geld, und ich glaube, es wäre gut, Sie würden sich auch mit denen mal unterhalten. Deswegen richtig, dass die Mieterinnen und Mieter sich zusammengetan haben, gemeinsam mit Mietvereinen und stadtpolitischen Gruppen gegen Mieterhöhungen protestiert haben. Und es ist auch nicht die alte Idee von SPD und LINKEN, dass diese Mieterhöhungen ein Problem sind und wir deswegen im Landtag darüber diskutieren, sondern eben genau dieser Menschen, die morgen, am morgigen Donnerstag an der NHW einen offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Feldmann und den Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir übergeben. Und ich will auch noch einmal klar sagen, man muss nicht mit Peter Feldmann in allen Punkten einer Meinung sein. Aber wenn er als Aufsichtsratsvorsitzender der NH Mieterhöhungen öffentlich kritisiert, dann finde ich das richtig. Und ich würde mir wünschen, dass ein grüner Minister, der verantwortlich ist für diese landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, auch diese Mieten öffentlich kritisieren und sich für eine Begrenzung von Mieterhöhungen einsetzen würde. Was nicht heißt, dass wir natürlich Mieterhöhungen, so sie unter Verantwortung von Peter Feldmann stehen, in Wohnungsbaugesellschaften in Frankfurt am Main genauso kritisieren würden. Also kurz
um. Wir schließen uns den Forderungen der Mieterinnen und Mieter an. Wir sagen klipp und klar, die Landesregierung muss dafür Sorge tragen, dass die NHW alle seit dem Ausbruch der Pandemie ausgesprochenen Mieterhöhungen umgehend und vollständig zurücknimmt und bis zum Ende der Corona-Krise auf weitere Mieterhöhungen jeglicher Art verzichtet. Das ist die Aufgabe einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft in einer sozialen Krisensituation. Nehmen Sie endlich Ihre soziale Verantwortung ernst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schalauske. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Kollege Lenders. Und Herr Staatsminister, spricht vor Ihnen noch Herr Schulz. Also, Sie können sich noch ein bisschen entspannen. Und Herr Herr Lenders hat das Wort. Der Herr Lenders auch nicht zum Herrn Schaus, sondern zum Herrn Schalauske. Schön. Herr Schalauske, Sie haben das eben gesagt, Sie haben eben die durchschnittliche Miete angesprochen. Wir reden bei der Nassauischen Heimstätte nicht von Mietern, die sich entlang des durchschnittlichen Mietpreises bewegen, sondern bei denen, wo die Miete erhöht wird, die liegen da noch deutlich drunter. Wir reden von Mietern, die im Moment einen Mietzins von 6,30 Euro haben. Der durchschnittliche Mietzins bei der NH ist bei 6,96 Euro. Vergleichbare Wohnungen in Frankfurt liegen sie bei 15 Euro. Da sagen wir, und dann sprechen wir von Mietern, die über 63.000 Euro verdienen. Herr Schalauske, für wen streiten Sie hier eigentlich? Die Frage müssen Sie uns mal beantworten. Und eine Frage, die hier auch eben mal noch im Raum steht, diese Zahl von der Frau Barth, ich will Ihnen mal erklären, das muss eine Wohnung sein, die weit über 100 Quadratmeter hat, damit Sie auf diesen Mietzinserhöhung kommen können. Meine Damen und Herren, also es ist, also wenn die Mieter nicht ein Stück weit dazu beitragen, auch den Erhalt eines Unternehmens zu sichern und die Investitionskraft zu sichern, dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Ich finde, das ist ein Stück weit Solidarität, dass die, die es noch können, auch ihren Beitrag leisten. Vielen Dank. Herr Kollege Schalauske, Sie haben die Möglichkeit zu erwidern. Wir desinfizieren noch kurz das Pult davor. Alles in Ordnung. Ja, Sie brauchen da nichts abgeben. Schon. Das ist eh so vorgesehen. Danke schön. Bitte. Ja, Herr Lenders, Ihre Kurzintervention gibt mir die Möglichkeit, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Sie ja auch in Ihrem Eingangsbeitrag gesagt haben, die Nassauische die braucht an bestimmten Stellen Mieterhöhungen, um den Bestand zu sanieren und die Instandhaltung. Das haben Sie ja sehr intensiv ausgeführt. Und deswegen haben wir in unserem Antrag drin den Vorschlag, dass die Nassauische Heimstätte als ein öffentliches Wohnungsbauunternehmen ja ihre Kalkulation, warum ausgerechnet diese Mieterhöhungen denn so dringend notwendig wären, um den Bestand zu sanieren, dass die denn mal offengelegt wird, damit man sich damit auseinandersetzen kann. Und selbst wenn die Nassauische das tut, was wir sehr begrüßen würden, bleibt auch noch der Hinweis von der Kollegin Barth, warum müssen eigentlich Mieterinnen und Mieter im Bestand sozusagen Mieterhöhungen schultern, damit an anderer Stelle Wohnungen gebaut werden können oder damit andere Wohnungen saniert werden können. An anderer Stelle wird ja das Eigenkapital der Nassauischen Heimstätte erhöht mit öffentlichen Mitteln, um Modernisierung und Sanierung umzusetzen. Und wir haben, weil Sie ja auch auf Anträge hier im Hessischen Landtag abgestellt haben, wir haben einen Antrag vorgelegt. Stimmen Sie doch einmal unserem Antrag, einen sozialen Energiebonus einzuführen von 20 Millionen € im Jahr zu, womit die energetische Sanierung, die zweifelsohne notwendig ist, aber eben auch gefälligst warmmietneutral erfolgen soll, damit sie eben nicht auf den Rücken der Mieterinnen und Mietern ausgetragen wird. Und weil Sie gefragt haben, für wen wir Politik machen, ich will Sie einmal daran erinnern, dass die Einkommensgrenzen bei der Nassauischen bei einem Einpersonenhaushalt die Freigrenze bei gerade einmal 27.700 €
liegt. Hier von Besserverdienenden zu sprechen, so wie es die Kollegin Förster-Heldmann getan hat, das ist geradezu lächerlich, weil Sie wissen, was Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Erzieherinnen und Erzieher verdienen. Also da scheint mir die Einkommensgrenze nicht besonders dick bemessen. Und ich will Sie auch darauf hinweisen, dass auch eine 100 Quadratmeter Wohnung mit einer großen Familie mit 3 oder 4 Kindern jetzt auch kein purer Luxus ist. Und auch das sollten Sie berücksichtigen. Deswegen, und es ist die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, es ist die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus, bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu gewährleisten. Und deswegen ist es auch richtig, gegen die Mieterhöhung für diese Mieterinnen und Mieter sich einzusetzen. Danke, Herr Schalauske. Nächster Redner ist der Abg. Schulz für die Fraktion der AfD. Danach. Wenn der Minister kann immer, wenn er will. Na boah. Das wird ihn nicht reizen. Verehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, verehrter Herr Minister, keine Sorge, ich werde die Zeit nicht ausreizen. Wir haben ja das Thema in der letzten Ausschusssitzung ja ausgiebig ausdiskutiert. Und, ja. Aber wenn man sich mit diesem Antrag intensiv beschäftigt und die Gesamtsituation mit der Gesamtsituation befasst, dann sieht man, dass der Antrag überflüssig ist. Wir sind verwundert darüber, dass ausgerechnet die SPD die NHW angreift, wo diese gerade gezeigt hat, wie kulant diese ist. Sie stellen einen solchen Antrag, obwohl sie selbst die Stundung der Mieten durch NHW loben. Es gibt kaum einen sozialeren Vermieter im Land als die NHW. Aus unserer Sicht ist die geplante Mieterhöhung der NHW im Rahmen der marktwirtschaftlichen Kalkulation. Wir können froh sein, dass im Gegensatz zu vielen privaten Vermietern die NHW den finanziellen Spielraum hat, um ihren Mietern eine Stundung der Miete zu gewährleisten. Sie stellen ja selbst gleich am Anfang fest, dass die NHW ihren Mietern die Miete bei einem Nachweis des Verdienstausfalls wegen Corona schon im März gestundet hat. Aber das ist Ihnen natürlich nicht genug, dass die Stundung der Mietzahlungen habe sich, Zitat, nicht als attraktiv erwiesen, da auch gestundete Beträge später nachgezahlt werden mussten. Zitat Ende. Interessant. Da stellt sich uns als AfD doch die Frage, was Sie stattdessen gewünscht hätten, vielleicht kostenfreies Wohnen für alle auf Kosten des Steuerzahlers. Natürlich muss eine gestundete Miete später nachgezahlt werden. Was denn sonst? Die Stundung ist eine Maßnahme, die in Ausnahmesituationen ergriffen wird und bei einer so großen Wohnbaugesellschaft wie die NHW zu temporären Einbußen in Millionenhöhe führen kann. Sie dient als kurzfristige Linderung für die Allerschwächsten, für diejenigen, die am stärksten betroffen sind, und mehr kann und soll sie auch nicht. Ferner sollten wir nicht vergessen, dass die NHW sämtliche, auch bereits ausgesprochene Mieterhöhungen verschoben hat. Diese Entscheidung hat sie im Mai gefällt, und das war keine Selbstverständlichkeit, vor allem angesichts dessen, dass Ihre, liebe SPDler, Freunde von der EZB, unaufhörlich Euros drucken und unser Geld entwerten. Sie können nicht einerseits sagen, die Geldpolitik der EU sei gut, und andererseits gegen Mieterhöhungen hetzen. Sie sind es, liebe SPD und alle anderen Fans der EU, die dafür sorgen, dass Mieterhöhungen in so kurzen Abständen überhaupt nötig wurden. Und eines sollten wir im Zusammenhang auch nicht vergessen. Die jetzt umgesetzten Mieterhöhungen hatten also schon seit Mai darauf gewartet, umgesetzt zu werden. Sie kamen nicht aus heiterem Himmel, und sie sind auch nicht zynisch, wie die SPD behauptet, denn die NHW wurde ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in beispielloser Weise schon damit gerecht, dass sie diese Mieterhöhung auf einen späteren Zeitpunkt, und zwar Anfang 2021, verschoben hat. Ich weiß, dass das für Genossen sehr schwer verständlich ist, denn sie haben nie selbst vermietet und waren nie selbstständig. Aber Zeit ist Geld, und deshalb bedeutet Verschiebung von Mieterhöhungen immer auch finanzielle Einbußen.
Schließlich will ich noch daran erinnern, dass die NHW einen kostenlosen Einkaufsservice für ihre bedürftigen Mieter eingerichtet hat, schon im März letzten Jahres. Dieser Service wird mindestens noch bis März weiterlaufen. Eigentlich müsste das ganz nach Ihrem Geschmack sein. Eine Leistung, für die nicht der Empfänger, sondern der Staat und damit der Steuerzahler aufkommt. Aber offenbar haben Sie sich auf der Oppositionsbank links von dieser dunkelgrünen Regierung schon so radikalisiert, dass auch das Ihnen nicht mehr ausreicht. Eines ist, ja, die Mischung aus Grün und Rot und Schwarz ist braun. Ja. Eines ist aber jedenfalls klar, durch die Vorreiterrolle, die die NRW seit Beginn der Corona-Krise eingenommen hat, sieht man, wie wichtig es ist, dass die Politik sich aus dem Wohnungsbau und Vermietungsgeschäften heraushalten sollte. Denn die Politik macht es nicht besser, sondern alles nur schlimmer. Wir stimmen gegen Ihren Antrag, denn die NHW hat sich in den vergangenen Monaten, und zwar auf freiwilliger Basis wohlgemerkt, so sehr eingesetzt für Notleidende wie kaum jemand sonst. Man darf solche Unternehmen und Gesellschaften nicht mit realitätsfernen Forderungen zu torpedieren, wie es jetzt SPD haben will. Ich habe schon im Dezember zu Ihren linken Genossen gesagt, und ich sage es gerne auch Ihnen noch einmal, denn es hat sich seither gar nichts verändert. Wenn Sie die Bürger wirklich schützen wollen vor Corona-bedingten Finanzproblemen, wenn Sie wirklich sozial sein wollen, dann setzen Sie sich dafür ein, dass der Lockdown auf ein Minimum beschränkt wird. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Schulz. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für viele Menschen sehr belastend. Ja, die Menschen haben nicht nur Angst vor der Krankheit, sondern natürlich auch Angst um die eigene wirtschaftliche Situation, stellen sich die Frage, was passiert mit meinem Job, kann ich die Rechnung noch bezahlen, kann ich meinen Laden wieder öffnen? Alles das ist wahr. Und weil wir diese Fragen sehr ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Bund und Länder seit Beginn der Pandemie eine Fülle an Hilfsmaßnahmen und Hilfsprogrammen auf den Weg gebracht, und das sehr erfolgreich, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr erfolgreich. Ich rede von den Wirtschaftshilfen, ich rede aber auch von erhöhten Transferleistungen. Wir haben Bundestagsmehrheit und Bundesrat gemeinsam auf den Weg gebracht, eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Wir haben auf den Weg gebracht, dass das Kurzarbeitergeld in der Höhe steigt, wenn man länger drin ist. Das ist eigentlich völlig ungewöhnlich für Leistungen, für Versicherungsleistungen, dass man sozusagen, dass sie steigen, je länger man sie in Anspruch nimmt. Es gab Anfang des Jahres 2020 schon länger geplant eine Wohngelderhöhung mit einer deutlichen Ausweitung und an dieser Stelle noch einmal an diesem Bereich eine Verbesserung im Laufe des Jahres 2020, gerade als Antwort auf die Corona-Pandemie. Und wir sind am Ende durch auch verbesserte Zugangsvoraussetzungen, durch die Tatsache, dass man beispielsweise in Mitte 2020 an einer deutlichen Rentenerhöhung festgehalten hat, in der Situation, dass glücklicherweise die meisten Menschen bisher keine großen Auswirkungen auf ihr verfügbares Einkommen haben. Das Markteinkommen ist gesunken, also das sozusagen durch Erwerbsarbeit, aber durch Ausgleich an anderer Stelle ist das real verfügbare Geld, was die Menschen haben, glücklicherweise bisher nicht in relevantem Umfang gesunken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie sich mal anschauen, das ist dann über die ganze Gesellschaft, muss man sich immer einzelne Teile anschauen, Stichwort, wie sich die Sparquote entwickelt hat, dann können Sie feststellen, dass es bisher glücklicherweise, und da können wir froh sein, dass all unsere Maßnahmen zum Ausgleich der Belastungen aus der Corona-Pandemie bisher gewirkt haben. Ich jedenfalls bin froh darum. Das Zweite ist, Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage?
der Kollegin Hofmann. Frau Kollegin Hofmann, bitte schön. Herr Minister, weil Sie das eben so schön dargestellt haben, die Sparquote der Bevölkerung, gehen Sie denn davon aus, dass die Sparquote sich erhöht, halt, weil es den Leuten so prall geht, sondern eher, dass es daher rührt, weil die Menschen Sorge um ihre auch persönliche Zukunft haben und weniger das Geld zusammenhalten, in Sorge halt um die auch persönliche existenzielle Zukunft, ob das nicht viel eher der Grund ist? Herr Minister. Sehr geehrte Frau Hofmann, es kommt immer in unterschiedlichen Bereichen an der Gesellschaft, was die jeweiligen Gründe sind. In manchen Bereichen ist es schlicht das, dass die Leute in Anführungszeichen keine Gelegenheit haben, es auszugeben. Bei anderen Bereichen ist es die Sorge um die Zukunft. Und im dritten Bereich sind es auch sehr verdienstvolle Maßnahmen. Wenn Sie heute mal beispielsweise lesen, und ich habe irgendwie mitbekommen, dass die SPD auf Bundesebene die Verlängerung des Kinderbonus auch in 2021 fordert, was das gewerkschaftsnahe Institut ausgerechnet hat, was der Kinderbonus alleine ausgewirkt hat, kann ich Ihnen sagen, seien Sie doch mal froh darum, dass wir insgesamt Sachen auf den Weg gebracht haben, die dazu beigetragen haben, dass die Menschen keine relevanten Probleme haben. Das ist doch eine gute Nachricht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie an dieser Stelle sozusagen wieder versuchen, in Anführungszeichen ein Problem riesig zu machen, was in der Realität glücklicherweise so nicht besteht. Und jetzt zur Nassauischen Heimstätte, Frau Barth. Frau Nassauischen Heimstätte, Frau Barth, ich kann Sie nicht reden und ich habe das Mikro, ich kann Sie nicht hören, aber ich rede. Und ich will an dieser Stelle einfach nur mal sagen, gucken Sie sich die kleine Anfrage an, die der Herr Schalauske gestellt hat und die dieser Tage in all Ihren Fächern gewesen ist. Die Nassauische Heimstätte hat in den Zeiten der Pandemie weniger Mietausfälle gehabt als in den Jahren davor. Weniger. Das heißt, wir haben in jedem Monat seit Beginn der Pandemie eine einzige Ausnahme weniger Mietausfälle gehabt als in den Jahren davor. Ich jedenfalls finde es gut, dass die Mieterinnen und Mieter der NH an dieser Stelle durch verschiedenste Maßnahmen in die Lage versetzt worden sind, ihre Mieten sozusagen zu bezahlen. Und Sie wissen an dieser Stelle, dass wir uns gemeinsam darüber freuen könnten, dass die im März noch befürchteten Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Bereich nicht eingetreten sind. Ich jedenfalls finde das gut. Und zu den Mieterhöhungen kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, das ist schon mehrfach angesprochen worden. Die Durchschnittsmieten der Nassauischen Heimstätte gehören zu den niedrigsten in ganz Hessen. Die Durchschnittsmiete in Frankfurt am Main für nicht gebundene Wohnungen der NH liegt bei 7,24 Euro den Quadratmeter. Wenn man den ganzen Frankfurter Wohnungsbestand der Nassauischen Heimstätte betrachtet, liegt das bei 6,96 Euro den Quadratmeter. Das ist niedriger als der Mietstand bei der Wohnungsgesellschaft der Stadt Frankfurt bei der ABG. Und das bedeutet übrigens auch, bei denen, die unter den Einkommensgrenzen sind, dass eine Mieterhöhung von 1% bei einer durchschnittlichen Miete von 6,96 Euro am Ende 7 Cent den Quadratmeter ausmacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass das am Ende für diejenigen, die unter den Einkommensgrenzen sind, so wenig ist, das hat etwas damit zu tun, dass die Nassauische Heimstätte 2018 eine Mietenstrategie beschlossen hat, die sagt, wir machen einen Unterschied, ob jemand sozusagen oberhalb dieser Einkommensgrenzen ist oder unterhalb dieser Einkommensgrenzen ist. Wenn er unterhalb dieser Einkommensgrenzen ist, ist die Mieterhöhung allerhöchstens 1% im Jahr. Das hat noch meine Aufsichtsratsvorsitzenden Vorgängerin Priska Hinz auf den Weg gebracht. Und im Gegenzug hat das Land Hessen übrigens auf die Dividende verzichtet. Stichwort wird eigentlich das Land Hessen der sozialen Verantwortung gerecht, weil natürlich die Nassauische Heimstätte sagt, dass ihre ökonomische Rechnung weiterhin aufgehen muss. Und wenn sozusagen man einen politischen Wunsch hat, dass dann im Gegenzug wir gesagt haben, wir wollen keine Dividende mehr. Wir haben gesagt, macht eine soziale Mietenpolitik, investiert in den Neubau, investiert in die Sanierung der Wohnungen, auch in die energetische, aber generell in die Modernisierung der Wohnungen. Und wir wollen weiter, dass die Nassauische Heimstätte einen attraktiven Gebäudebestand hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie sich die Kleine Anfrage des Kollegen Schalauske weiter betrachten, dann stellen Sie fest, dass wir auch in jedem Monat mehr Ein- als Auszüge hatten.
Und da sieht man übrigens, dass die neuen Wohnungen jetzt langsam sozusagen in den Markt kommen. Und auch die müssen finanziert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die müssen natürlich von der ganzen Gesellschaft finanziert werden, von der ganzen Wohnungsbaugesellschaft. Natürlich. Weil jede ordentliche Gesellschaft guckt, was sie in bestimmten Bereichen an abgeschriebenen Wohnungen hat, vielleicht wie eine Gegenfinanzierung, ist, dass am Ende sozusagen die Gesamtbilanz stimmt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn ich jetzt lese, Herr Schalauske, dass Sie sagen, es sei ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, das Einkommen einmal festzustellen, ob jemand unter diesen, dann Achtung, denken Sie das zu Ende. Ich kenne wie viele Forderungen der Linkspartei nach Ungleichbehandlung aufgrund von Einkommen. Wenn Sie das zu Ende denken, dürften Sie keine Vermögensteuer mehr fordern. Dann müssten Sie jedes Jahr die Einkommen feststellen. Wenn Sie das zu Ende denken, müssten Sie auch gegen die Fehlbelegungsabgabe stimmen. Auch dafür müssen wir die Einkommen feststellen. Denken Sie das bitte zu Ende, ob das eigentlich ein gutes Argument ist. Denken Sie das zu Ende. Und ich sage ausdrücklich, ja, es gibt auch jetzt Mieterinnen und Mieter, glücklicherweise nicht sehr viele, die Probleme haben, sozusagen die Miete zu bezahlen. Das kann auch Corona-bedingt sein, aber nicht nur. Es kann ja auch andere Dinge im Leben geben. Und ich bin ausdrücklich als Aufsichtsratsvorsitzender sehr dankbar, dass die Geschäftsführung an ihrer Linie festhält, dass jeder, der ein individuelles Problem hat mit der fristgerechten Zahlung der Miete, sich an die Service Center der Nassauischen Heimstätte wenden kann und dass dann eine individuelle Lösung gesucht wird. Ich glaube, einen besseren Vermieter können Sie sich in dieser Situation kaum wünschen als die Nassauische Heimstätte. Und dieses Versprechen von Anfang der Pandemie, das gilt auch jetzt. Und das gilt auch in Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, wir wollen auch, dass weiter in die Wohnungen investiert wird, dass saniert wird, dass modernisiert wird, sowohl was die energetische Situation angeht, als auch insgesamt sozusagen die Qualität des Bestandes. Und da will ich Ihnen an dieser Stelle aber mal sagen, ich weiß ja, dass am 14. März Kommunalwahlen sind. Das ist mir ja sehr bewusst. Und ich weiß auch, dass man dann noch holzschnittartiger argumentiert, liebe Kollegin Barth, lieber Herr Kollege Schalauske. Das weiß ich. Aber wissen Sie, wenn man als SPD-Landtagsfraktion bei der Eigenkapitalerhöhung der Nassauischen Heimstätte, die wir hier vor 2 Monaten beschlossen haben, weil wir wollen, dass wir in Anführungszeichen als gute Mutter dieses Konzerns dafür sorgen, dass der investiert, dass das auch eine konjunkturfördernde Wirkung hat, wenn Sie am Ende im Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags gegen diese Eigenkapitalerhöhung stimmen und nachher sagen, man müsste denen ja helfen bei der Eigenkapitalausstattung, damit sie sanieren können, ohne die Mieten zu erhöhen, dann ist das nicht besonders glaubwürdig, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Herr Minister, die Fraktionsredezeit ist mittlerweile abgelaufen. Ich bin gleich am Schluss. Ja, die Linkspartei, selbst die Linkspartei hat an dieser Stelle gesagt, konstruktive Oppositionsarbeit heißt, dass man auch einmal zustimmt. Bitte sehr. Aber zu sagen, wenn man das dann kritisiert, dann muss man sich die Frage stellen, wie man sich eigentlich selbst verhalten hat. Und ich sage ausdrücklich, ja, das Gesetz erlaubt eine Umlage von 8% der Modernisierungskosten. Die Nassauische Heimstätte legt höchstens 3% der Modernisierungskosten um, freiwillig, obwohl sie mehr könnte, weil wir das Eigenkapital gestärkt haben, weil wir sie dadurch auch in die Lage versetzen, so etwas zu tun. Und dann muss man sich überlegen, was man dann noch eigentlich zu kritisieren hat. Und ein zweites und letztes Stichwort, sozusagen Kommunalwahl steht vor der Tür. Ich will jetzt einmal ganz ruhig sagen, wir hatten in der letzten Aufsichtsratssitzung der Nassauischen Heimstätte im Dezember den Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan der Nassauischen Heimstätte 2021 bis 2025. In diesem Wirtschaftsplan sind auch die im Jahr 2020 ausgesetzten und zum Januar 2021 durchgeführten Mieterhöhungen berücksichtigt, ausdrücklich berücksichtigt. Sie wissen, dass die Stadt Frankfurt Minderheitsgesellschafter ist. Sie wissen auch, dass sie Aufsichtsratsmitglieder stellt. Ich will an dieser Stelle nur sagen, der Beschluss über den Wirtschaftsplan der Nassauischen Heimstätte im Aufsichtsrat im letzten Dezember war
einstimmig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er war einstimmig. Und deswegen will ich zusammenfassend bleiben. Die Mieterhöhungen der nassauischen Heimstätte sind sozial sehr ausgewogen. Sie werden sehr verantwortungsvoll durchgeführt. Wir unterstützen die Mieterinnen und Mieter individuell, die Probleme haben. Und genau dabei bleibt es. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache. Ich darf die Geschäftsführer fragen, geht alles in die, also gehen die drei Anträge in die Ausschüttung in den WVA oder gibt es andere Wünsche? Nein, dann schieben wir die alle in den WVA. So machen wir das.